I stand for the world's everything, and the world is my everything. There is nothing I do not know. Ah ja, sie steht für die ganze Welt. Muss man glatt an Thanos denken. Plus, I created you. Of course I know your name. Mhm. Wäre auch peinlich, wenn nicht. Wenn man nicht mal, ja. So, you like gave birth to me or whatever. You're my mom. You've got kids? I see. Und wenn das bei der Logik, wer wäre dann der Vater? Do not make it sound like that. I created, not birth. Why do you have such a disappointed tone? Aber ich frag mich gerade, könnte Histoire mit ihrem kleinen, schmächtigen Körper überhaupt, wäre sie überhaupt zu sowas in der Lage? Ach, Moment, ihr habt ja noch Histoire noch nicht gesehen. Oh shit, jetzt habe ich euch gespoilert. Sorry. I understand this is a new sensation for you. I have been apart from you all for ages, locked away from this world. Oh. Nicht traurig sein. Oh, okay, gotcha. So my dad locked you up and ran away with me soon after I was born? Aha. Wo hat er sie dann eingesperrt? Im Keller. Hat er jedes Mal Korkschirle ins Ohrschloch gegeben? Ich glaube, ihr wisst alle, worauf es eine Anspielung ist, ne? Ja, ja, Mois. You are taking this in an entirely inappropriate direction. Schon irgendwie. I clearly said it is not like that. Ja. Ich meine, Alim hat sie nicht im Keller eingesperrt. Sie ist da freiwillig reingegangen. Okay, ich sollte damit aufhören. I created you and the other three CPUs with the former goddess. That was, however, a dire error. Ja, zum Gewicht braucht man ein Gegengewicht. Wo sind die GPUs? Hm? I only wish to end the tragedy caused by my own mistake. Please, help me. Deutschland in der Nutshell. Okay, nee, schlechtes Beispiel, schlechtes Beispiel. Oh, ein Wecker. Hm. Shut up! Oh, crackers. Did I break something? Where am I? My room? Nö. Ah, wen haben wir denn da? Oh, you're up. Good morning, sleepyhead. Well, good afternoon, technically. Kompa. Ja. Und sieht ihr das kleine Ding da, ich weiß gerade nicht, wie es heißt, auf ihrem, verdammt, wie heißt das Ding? Ich habe echt gerade einen kleinen Brainfart, ich weiß gerade nicht, wie das Ding auf ihrem Kopf heißt. Haarreif? Genau, ich glaube, dieses kleine Logo. Genau, das Logo auf ihrem Haarreif. Compile Heart. Das ist quasi, wenn man so sieht, ja, die Impersonisation. Die Personifikation von Compile Heart, so. Ich mache meine Deutsch-Skills mal wieder. Und schaut mal da. Doppel-D. Mit ihr wäre ich bestimmt ziemlich kompatibel. Ich weiß, ich bin lustig. This isn't my room, huh? Is it yours? Why am I tucked into your bed so snugly? Na ganz einfach, damit es dir gut geht. Wenn ihr wisst, was ich meine. Well, let's see. It all happened last night. I was looking up into the sky and saw a shooting star. That was you. Shooting star. Shooting stars. Muss ich direkt an Folge 30 von Hashtag Quadi Bomben denken. Das Intro war schon ganz lustig, muss ich gestehen. I was a shooting star? Are you yanking my hoodie strings? I fell from the sky? Ja, du bist vom Himmel gefallen. Ich meine, es ist noch nie ein Meister vom Himmel gefallen. Dafür einen Neptun. I'm pretty sure. I followed you to the ground with my eyes and you definitely slammed into the earth like a spear. Oh, da muss ich an Ding denken, an die Anfangs-Cutscene von Sun Gun Leashed.
Kann sein, dass es darauf eine Anspielung ist. Ich meine, Sonic ist ja Teil von Sega und Sega hat ja wohl bei dem Spiel auch ein bisschen mitgewirkt. I pulled you from the ground, you peer so elegantly, and carried you to my bed, since you were passed out. Sie hat sie wirklich bis dahin hingetragen. Mensch, das ist aber ein starkes Mädchen. Andererseits, Neptune ist, glaube ich, unter 40 Kilo. Und ich dachte, ich wäre ein Lauch. All by yourself? That's cool. Thanks. You're a lot stronger than you look. Also bitte. Wie viel wiegt sie? 38 Kilo? Das sind gar nichts. Mit 38 Kilo machen Leute Curls. I attend a nursing school. Transporting limp bodies is part of our training, so I'm used to it. My name is Kappa. Nicht, dass wir schon oben links gesehen haben, ne? Und was zum Henker ist los mit meinen Haaren? Oh, I'm Neptune. Kappa, huh? Then should I call you Com... Oh, whatever. Kappa's fine. Naja, du könntest sie Com-Com nennen, oder... Oder... Sie? Keine Ahnung, nee. It's nice to meet you, Neptune. Neptune. Neptune, alles klar. Ne, Pelvis. Pelvis, kommt ihr jetzt mit Medizin? Hm? Mein Latein, diese nichts gut. Then you can call me Neptuna, Nep-Nep, Neppermint, or something else. Neppermint. Du kannst dich ja gleich Peppermint nennen. Andererseits, sie ist in dieser Form jetzt nicht so scharf. Na, begreift ihr den Joke? Neppermint, Peppermint, Pfefferminz. Warum erkläre ich euch das? Nap-Nap. It's nice to meet you, Nap-Nap. Da würde ich sagen, ihr sollt mir Kompa-Kom-Kom nennen. Aber wirklich? Ja, ist ja auch so schwer, Neptune auszusprechen, ne? Komm schon, Kompa, sprich mir nach. Neptune. Neptune. Ich spreche mit dem Fernseher. Schlafmangel ist da. Unter 3 Stunden Schlaf hatte ich. Also ich hab, glaube ich, jetzt bis jetzt länger geredet als... By the by, I noticed you're all beat up everywhere. Allow me to take a look real quick. Ich rede jetzt, glaube ich, jetzt schon länger als das, als die eigentlichen Cutscenes gehen. Na, was meint ihr? Spreche ich zu viel, spreche ich zu wenig? Ja, okay, zu wenig jetzt nicht, aber was meint ihr? Ist es gut so, dass ich wirklich so gut wie jede Zeile kommentiere? Falls nicht, du kannst hier in die Kommentare schreiben, falls es euch im Jahr stört. Oh yeah, I am kind of scraped up, huh? Thanks, nurse in training. I am trusting you with this important task. Also auf dem Sprite siehst du eigentlich ganz normal aus. Hm. Sure, but I've just started. And I'm not too savvy. I get bandages all tangled up. Hm. Your injuries aren't bad, but the scratches need disinfecting. After that, I'll wrap you up. Mhm, aber übertreib's nicht, ne? Wir wollen ja nicht hier eine lebende Mumie haben. It might sting a little, but hang in there. How much bandage should I use? A little? A lot? Kaum sage ich es, schon will sie Neptune zur Mumie machen. Hm, use it all up. Wrap me up good, so it doesn't come loose. Besides, it's a waste if they don't last. Okay, then I'll just use what I have. Please let me know if it's too tight. This way, that way, loop it over. Wenn ich mich recht entsinne, müsste gleich jetzt ein nices Bild kommen, oder? Ja, nice. Hold on, slow down, be careful.
Ja, wäre das Spiel USK 18, würden wir jetzt, da könnte man es eigentlich schon fast als Hentai-Game klassifizieren. Aber es ist ja noch Ding moderat. Wir bleiben konservativ. Hoffentlich hat YouTube nichts dagegen. Ja. Oh, sich richtig. Jiggle Physics. Stell dich mal die Geräusche ohne das Bild vor. Ja, ich mag es zwar, dich zu denken. Glückwunsch, du hast Neptune umgebracht. Ich glaube, diesen Meme werde ich noch öfters verwenden. Meinen eigenen kreierten Meme. Ich sag jetzt mal nichts dazu. Ich hoffe, sie meint mit der Schere wirklich das Instrument und nicht, Bei der nächsten Folge sollte ich mir wirklich echt eine Mütze Schlaf holen. Ich kann gerade nicht klar denken. Put 'em in my hands and I'll do it myself. Oh Mann, ich denke dazu zweideutig. Schlimm. Schlimm. By the way, I was thinking while you were wrapping me in bandages, where am I? They're bandages! We're in the central city of Planetune. Bandagen. Nicht Bondagen. Planet Toon? Okay. I remember someone mentioning the world below. Ach Mensch, musst du sie so erniedrigen? Nur weil die Welt unter Celestia ist, heißt es doch nicht, dass die jetzt automatisch schlechter ist. Mensch. So viel zur Gleichberechtigung. Yes, that's absolutely correct. This is one of the major landmasses beneath Celestia. Es gibt insgesamt vier Landmassen, aber ich glaube, die werden gleich dazu dann gleich mehr erzählen. One of the landmasses, so there are several? Why yes, there are four major landmasses floating around. Sometimes they come close to one another and drift away. Remember? Kontinentaldrift. Nur, dass es kein Wasser dazwischen gibt. Nope, not at all. Planetune, Landmasses, rings no bells for me. Ah. Klassischer Fall von Amnesie. Maybe you're suffering from amnesia. I've never seen a case in person. How original! Maybe you bumped your head. Ja, das wäre so klischeehaft. Isn't there medication or something for that? Ich glaube nicht, dass es für neurologischen Schaden wirklich eine Medizin gibt. Ich meine, guckt euch mein linkes Auge an. Das ist, glaube ich, ein neurologischer Schaden. Ptosis. Ja. No, not for amnesia. It's usually a temporary thing. I'm sure you'll begin to recall things eventually. Ja, ich hoffe, das mit meinem Auge ist auch hoffentlich nur temporär, weil so die ganze Zeit. Ja. So die ganze Zeit zu schauen, ist glaube ich auch nicht auf Dauer so angenehm. Und es so leicht hochbringen könnte auch nicht wirklich viel. Das ist glaube ich immer noch so eine Asymmetrie, wie ich das hier bei der Kamera sehe. Ja. My grandpa always said, fancy may kill or cure. Get some sleep, take it easy, and you'll be better in no time. Das mit dem mehr Schlaf haben wäre glaube ich keine schlechte Idee, weil ich glaube. Das ist jetzt so, dass es mein oberes Augenlid so nach unten hängt. Das ist, glaube ich, wirklich durch Schlafmangel entstanden. Ich sollte wirklich mehr schlafen.
Da kann ich auch klarer denken. Ich tue gerade irgendein Bild gerade von mir. Ja, von mir Dinge loslabern. Das meinte ich. Get some sleep? Mensch, das Video ist aber schon lange. Someone asked me to do something while I was unconscious. Mhm. Yeah. Someone was crying out for help in my dream. In your dream? Then it's not real. Are you sure about that? Oh, you never know. It was so weird. I bet you someone far away was like, "Pachoo!" and sent me a telepathic message, you know? So was sage ich auch. Und verdammt, was ist mit meinen Haaren los? Schlimm. Na, vielleicht passt es jetzt so. Hm. Nach der Schande geht das Video schon lange. It's possible. Actually, many places, Planetude included, are being threatened by more and more monsters lately. Oh nein! Was machen wir nur? The military powers failed to keep them from appearing. We can only defend ourselves and keep them at bay now. Ugh. Was sollen wir dagegen machen? Da kommt der Neptun gerade wie gerufen. Und ich würde sagen, ich würde sagen, die Cutscene lassen wir noch einmal durchlaufen, also bis zum Ende durchlaufen, und dann würde ich sagen, beenden wir auch schon den Part. Ich habe so viel gelabert, ich weiß. Wie gesagt, wenn es euch stört, dass ich so viele labere zwischen den Zeilen, dann, ja, ab damit in die Kommentare. Then, there must be a boss generating all these monsters somewhere. Hm, vielleicht sind es ja auch lauter Einser und Nullen, die das alles generieren. Mission is to go defeat that boss and save the world. You may be right about a boss, but nobody has seen or heard anything like that. How will you find it? This is irrational, dangerous and absolutely impossible. In real life ja, aber in Videospielen ne. Da bekommt man quasi bekommt man buchstäblich eine Einladung dazu. Boss, if we just sit here, someone's gotta take initiative, you know? Genau. Eigene Initiative zeigen, gell? Fehlen ja einigen. Ich meine, wenn man sich mal anschaut, wie viele Leute meine Videos kommentieren. Ja. That's me. Plus, I can't ignore this once I've noticed it. Haven't you heard strike while the iron's hot? Ja. Ich bin zwar kein Schmied, aber ja, sie hat recht. Did have a saying like that. Yes, that's right. I wanted to be a nurse to save people. Mm-hmm. So, why would I save the injured, but not those being threatened by monsters? How impolite of me! Schon irgendwie, ne? Du solltest dich voll schämen. Ich meine, dein Job als Krankenschwester nicht zu machen und stattdessen in die gefährliche, kalte Welt rausgehen und Monster zu besiegen? Wie kannst du nur, Kompa? Weiter im Text. Nap, nap. I'm not the strongest, but I'll help. Two is better than one. Stimmt, ihr habt recht. Ein Dreier ist besser als ein Zweier. Und ich meine nicht das, was ihr denkt. Ich meine Audi. Audi A3 ist besser als Audi A2. You will? Don't you have school? You're not in the middle of summer vacation or anything, right? Hm. Schön wäre es, wenn ich Ferien hätte. Habe ich leider schon etwas länger nicht mehr. Ah, ich vermisse die Schulzeit. Right, but the city's population has been declining due to monsters eating them. Okay. Students are leaving school out of fear, so it's closed down for now. Hm? Classes are suspended until further notice. Geil, sowas hätte ich auch gerne. Sowas hätte ich auch gerne damals gehabt. Ja moin. Monster bedrohen die Stadt. Schule fällt aus. Aber das mit dem Essen. Oh, that sucks. But that means you can camp out, right? Goody. Let's go find the dungeon where the boss is waiting. Na, wobei, komm. Ein bisschen Gameplay will ich ja doch zeigen.
Ich würde sagen, mach mal doch ein bisschen weiter. Now loading. Can't wait. Oh, the suspense is real. Ich hoffe, ihr könnt einigermaßen Englisch, um ja zu verstehen, was die dort sagen. Und wenn nicht, dann hoffe ich einfach mal, dass ihr ja durch den Kontext meiner Kommentare ja also euch ungefähr schließen könnt, um was es geht. Und ja, endlich Gameplay. Oder auch nicht. Dauert noch ein bisschen. Dungeon you found searching Dungle Maps? Yeah, it feels like a dungeon with lots of tough monsters. Danke, Maps. Also ich weiß ja nicht, ja, wie es euch geht, aber ich muss gestehen, ich finde doch Google Maps doch ein bisschen besser. Ist finde ich meiner Meinung nach ein bisschen zuverlässiger als Dungle Maps. Aber vielleicht ist es bei euch ja anders. Strong monsters here. I search for dungeons with weak monsters. We're not ready for the strong ones yet. Die Funktion gibt es. What? Only weaklings? Then I'll wait where I won't encounter any, and you can come get me when you find the boss. Ja, da will ich nicht so weit gehen. Aber Abandoning your ja. party now goes against the rules of this world. You'll get punished by the goddess. Ich will ja nichts sagen, aber sie ist eine Göttin. Haben wir ja ganz am Anfang gesehen. Also von wem soll sie dann bestraft werden? Ach stimmt, wir haben ja noch drei weitere. Gut. Auch gut. So not only are there monsters, but there's a goddess here too. Wir haben mal die Augen aufleuchten. Stell dir vor, Neptun, es gibt sogar vier. Und du bist eine von denen, aber du weißt es nicht mehr. Weil Amnesie. You didn't know? Silly amnesia. But forgetting even the goddesses? Oh, you poor thing. Oh ja, auf jeden Fall. Aside from Planetune, there are three other landmasses. La Station, Leanbox and Louis. Muss ich euch erklären, worauf die basieren? PlayStation, Xbox, Wii. Each planet is protected by a goddess, and people go to the Basilicum to worship them and help govern each land. Also könnte man sagen, das ist eine Art Religion. Naja. Das heißt eine Sekte. We have no idea where the monsters are coming from. Their power just grows and grows. Ja, die können auch aufleveln. Die können auch XP sammeln. Everyone thinks it's due to the goddess's weakening powers. Heated discussions take place every night on the Basilicum's blog. Da fühlt man sich ja glatt wie im Bundestag. Basilicum? So, what kind of place is that? Is one nearby? Do they bake cookies? Komm zum Basilikum. Wir haben Kekse. Nap, nap. Enough banter. We should get going before the weak monsters get tired of waiting for us. Ach du Schande, der Part geht schon fast eine Stunde. Das nenne ich mal eine gute Einleitung. Ich hab irgendwie das Gefühl, das wird sich kaum jemand anschauen, weil ich so viel Zeit dazwischen rede. Aber mal schauen. Ich werde es ja an den Kommentaren merken, ob es jetzt so passt oder nicht. So, lass uns jetzt nach ein paar Dungeon-Untersuchungsstrategien jetzt mal Ding durchgehen. Es gibt drei Wege, Dungeons zu erobern. Erlange ein bestimmtes Item, das heißt, besiege ein bestimmtes Monster oder ja, erreiche das Ziel. Ich versuch's so ungefähr zu übersetzen, aber auf die Schnelle geht das ja natürlich nicht so leicht. So, da haben wir das Menü. Mit dem Startknopf kann man das öffnen. Standard bis jetzt.
Kann man die Statistik einsehen? Da kann man auch speichern. Wird vor allem auch später dann nützlich sein. Vor allem bei, ja, bei den Missionen, wo man sehr viele oder bestimmte Items suchen muss. Weil die sind ja, das sind zufällige Drops. Dementsprechend würden diese Safe-Slots auch sehr nützlich dann sein später. Endlich. Geht doch. Und die Geschwindigkeit ist ein bisschen langsamer. Ein bisschen langsam, ich mach mal den Ding schneller. Wisst ihr was? Ich mach mal auf 100% Vibration. Warum nicht? Ah, mach mal 75. Apply Changes. Schauen wir uns noch kurz unsere Teammitglieder an. Was ich auch richtig nice finde, ist, dass die Members, also die Mitglieder hier im 16, ja, Bit-Pixel-Format sind. Ist ganz nice. Hat einen Retro-Touch. Und so, hier haben wir Compa mit ihrem Doppel-D-Körbchen. Mega nice. LP-Bomb approves. Okay, ich kann gerade nichts auswählen. Geil. Schade. Ah, schon besser. Die Steuerung ist invertiert. Ja, ich weiß, man sollte eigentlich sowas vorher einstellen, aber ja. Mei. Ah, schon besser. Ziemlich flüssige Bewegungsanimation, hat schon was. Oh, ein Holzschwert. Macht Sinn. So, man sieht, hat das Ding auch. Das Ding hat so, ich weiß auch, so eine langsame Bewegungsanimation und. Na, schaut mal da. Die bewegt sich ja wie ein richtiges Model auf dem Laufsteg. Sie könnte wirklich einigen, ja, Topmodels Konkurrenz machen mit ihrer Bewegung. Schaut mal, wie graziös sie sich bewegt. Und schaut auch mal dieses Ding. Dieses Attention to Detail. Ihre HDMI, wer sind die? Ihre HDMI-Hoodie. Hoodie-Bänder bewegen sich zu Ding. Bewegen sich zu ihrer Bewegung. Ist ganz nice. Und, oh, unser erster Kampf. Und der Park geht schon über eine Stunde. Geil. Ja, ich sehe Knöpfe. Noch bin ich nicht blind. AP, Action Points, okay. Ja. Das ist halt JRPGs 101. Ein Einführungskurs. Doggus. Oh nein, die haben so viel Damage gemacht. Die machen 4 Schaden! 4 Schaden! Na, wisst ihr auch, dass eine Anspielung ist? Diese Hunde machen 4 Schaden! Ah, was machen wir denn zuerst? Na komm. Wir werden die verschlagen. Yeah. Kick! Falcon Punch! Roundhouse Kick. Das war zwar kein Roundhouse Kick, aber egal. Nochmal. Boom. Oh, nochmal ein Kick. Das Ding ist noch am Leben. 113, okay. Schelle, ist da. Okay, sie macht mit ihrer Spritze am meisten Damage. Feuer! Ach shit, die tut man nochmal eine Kombo unterbrechen. Quadrat. Quadrat.
GG, LP Bump, GG. Du brauchst mehr Schlaf. Aber mir gefällt die Musik im Hintergrund. Simpel, aber nice. Das Ding kann ich wahrscheinlich nicht mehr verstehen, aber okay. You should have aimed for the head. Geldtor. Okay, die Kicks machen, glaube ich, am meisten Damage, kann das sein? Ja, die Kicks machen am meisten Damage, aber in Relation zu den anderen Sachen, wäre, glaube ich, das am besten. So wenig Damage hat das Ding noch. Unser erster Kampf. Mega nice. Let me know if you need my treatments. Oh, von dir. Jederzeit. So, Neptune, RW-Disk und Compa-RW-Disk. Jetzt dürfen wir CDs brennen. Boah, ich habe schon so vieles verlernt von den ganzen... von den ganzen Funktionen. Das ist abartig. Kann das mal wieder ein bisschen dauern, bis ich mich wieder daran gewohnt habe. Und die Kombonamen sind sogar Ding bearbeitbar. Hier könnte ich rein theoretisch. Okay, hier könnte ich rein theoretisch ein Bild von mir einsetzen. Rein theoretisch. So, was sagt denn die, wie machen wir nochmal? Okay. Dreieck. Ich würde sagen, suchen wir es komplett ab. Oh. Ah, toller Screenshot. Zerstöre verdächtige Sachen mit dem Hammer Crash. Das Video geht zu lange, ich sehe es jetzt schon. Ja, kurz zusammengefasst kann man sagen, ja, ist eine Fähigkeit, mit der man halt Hindernisse zerstören kann. Und das Ding braucht halt eine Zeit, bis es auflädt. Jetzt kann ich Equipment abändern, geht doch. Ah, geht natürlich nichts. Wir haben natürlich hier eine RW-Disk, aber... ja, könnte man nicht direkt anpassen, würde ich sagen. Machen wir hier die RW-Disk. Ansonsten... also das ist schon... Hier das Menü ist schon sehr ziemlich ausführlich, muss ich schon sagen. Bis man sich da erstmal zurechtfindet, das ist auch schon ein gutes Stück. Aber hat was. Ich meine, Tiefe kann nicht schaden. Ja, ich würde sagen, kann man erstmal so stehen lassen. Mit der Zeit wird es noch auf jeden Fall sehr viel ausführlicher. Da können wir so richtig krasse Kombos, ja, zusammen basteln. Machen wir auch hier RW-Disk. Mit blauem Feuer. Da würde ich sagen, machen wir auch RW-Disk. Ja, das lassen wir jetzt erstmal so. Wie gesagt, mit der Zeit, ja, werden wir schon krasse Kombos zusammenbauen. Und ach ja, hier, mein erstes Playthrough damals, vor 2,5 Jahren. Level 99 ist übrigens dort das Maximum, falls ihr euch fragt. Mit DLCs geht es sogar bis 999. Aber so, ohne DLCs 99. 99 Levels. Ja, würde ich sagen, jetzt mal neue Speicherdatei anlegen. Und
ich würde sagen, verdammt, Dax, der Part geht schon zu lange. Ja, ich würde sagen, erstmal beenden wir diesen Part. In Part 2 geht es dann weiter mit dem Dungeon. Also, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Und falls jetzt einer der Ersten herausfinden wollte, wann ich etwas Bombastisches uploade, dann abonniert doch den Kanal. Also, das war's mit dem Video. Bis dahin, see you.